Hallo meine Lieben. So, heute melde ich mich wieder von meinem alten Platz. Ihr habt festgestellt, das letzte Mal hat die Kamera immer mal fokussiert und ich denke, es lag daran, dass ich das letzte Mal im Hintergrund den Sonnenschirm hatte und da war es ein bisschen windig und der hat immer gewackelt und da hat scheinbar die Kamera immer versucht, den Fokus zu finden. Also ich hoffe, heute wird es wieder besser. Meine Lieben, ich schwitze hier bei gefühlten 35 bis 38 Grad hier im Wintergarten, aber es ist einfach ein schönes Ambiente und deswegen komme ich von hier zu euch. Heute geht es weiter mit unserer Videoreihe. Ich hatte ja das letzte Video für die Damen gemacht, ja, für uns Mädels, für uns Frauen. Und zwar ging es darum, wie frühkindliche Prägung viele Frauen einfach auch im späteren Leben, vor allem im Beziehungsleben, beeinflusst. Ja, es ging ums Bravsein. Und heute, das hatte ich euch ja schon gesagt, soll es um die Männer gehen. Ja, meine Lieben, ich mache viele Readings, der Micha macht viele Readings, wir sprechen mit vielen Klientinnen und Klienten und zunehmend auch mit Männern und unsere Erfahrung zeigt einfach, dass die frühkindliche Prägung von Männern, die oftmals darauf abzielt, einen Jungen als kleines Kind, als tapferen Indianer, wie ich es auch im Titel angekündigt habe, zu prägen, der keinen Schmerz kennt. Aber ich möchte euch heute mal aus einfach der Sicht, die ich mittlerweile auf dieses Thema habe, aufgrund der Erfahrungen, die ich selber gemacht habe in meinem Leben und natürlich auch aufgrund meiner Beratungserfahrung, mal mitteilen, wie ich glaube, dass dieser Erziehungsstil, ja, den viele Männer in ihrer Kindheit genossen haben und zum Teil heute auch noch, ich möchte gar nicht sagen genießen, sondern dem ausgesetzt sind, wie sich das später auf die Beziehungsfähigkeit und natürlich auch auf die Herzöffnung auswirkt. Kleine Jungs sollen von frühester Kindheit an lernen, stark und mutig zu sein. Viele Männer, die heute 40, 50, 60, 70 Jahre alt sind, haben in ihrer Kindheit eine sehr, sehr strenge Erziehung genossen, die darauf abzielte, dem kleinen Jungen einzutrichtern, und ich benutze absichtlich dieses starke Wort, du musst stark sein, du musst tapfer sein, du bist ein Junge. Ein Junge weint nicht. Vielleicht habt ihr das selber schon mal gehört, natürlich jetzt herzlich willkommen alle Männer, die zugucken. Vielleicht spürst du jetzt in dir schon so einen kleinen Schmerz hier in deinem Herzen, ja, denn vielleicht hast du das auch gehört von deinen Eltern. Ja, ganz oft vom Papa, ja, und das hat Männer geprägt. Die Männer, die Generation, wie gesagt, jetzt so, ich sag mal in Anführungszeichen, im Mittelalter, wuchsen zu, ich würde fast sagen, schätzungsweise 90% mit der Erziehungsmethode auf, dass die Eltern, und das war oft der Papa, dem Kind, dem kleinen Buben vermittelt hat, wenn du ein Mann werden willst, dann kennst du keinen Schmerz. Der Junge, der hinfällt, sich das Knie aufschlägt und weint, wird als Weichei bezeichnet. Ja? Jungs weinen nicht, deswegen der Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich habe den Spruch selbst sehr oft gehört in meiner Kindheit. Ich wurde auch so ein bisschen wie ein Junge erzogen in der Richtung. Ja, jammern gibt's nicht. Zähne zusammenbeißen, reiß dich mal zusammen. Ja, viele Männer kennen den Spruch, reiß dich mal zusammen. Als kleiner Junge, wenn was weh tut, allein die Härte in dieser Aussage, ja, reiß dich zusammen, wenn man sich hier mal wirklich jedes Wort auf der Zunge zergehen lässt. Ja, was das mit so einem kleinen Kind macht. Männer lernen, meine Liebe, in frühester Kindheit ganz oft ihr Innerstes zu unterdrücken, weil sie die Erfahrung machen, wenn ich das, was in mir ist, nach außen bringe und es gerät in falsche Hände, werde ich dafür bestraft. Ich sage das deswegen,
in der Formulierung, weil sich das in den Beziehungen, die Männer führen, sehr oft niederschlägt später. Ja? Denn wenn ein Mann heutzutage Gefühle zeigt, weich ist, weinen kann, seinen Tränen freien Lauf lassen kann, ist noch immer, obwohl sich das in den letzten 10, 15 Jahren schon revidiert hat, ist noch immer die Gefahr sehr groß, dass er, und nicht mal von Frauen, sondern von anderen Männern, als Weichei bezeichnet wird, als Memme, als Lusche. Ja? Ein Mann, der seine Gefühle, so wie er sie fühlt, nach außen trägt, ist heute für mich ein Held. Ja? Aber da gibt es noch nicht so viele. Weil die meisten Männer diese Prägung in sich tragen. Wenn ich zeige, was in mir ist und wenn ich weich bin, ja, wenn ich Schmerz zulasse, wenn ich Tränen laufen lasse, wenn ich auch selbst vielleicht mich mal als diesen kleinen Jungen betrachte, Mitgefühl mit mir selber habe, gelte ich als schwach. Denn viele Männer haben in ihrer frühesten Kindheit genau das gehört. Sei kein Schwächling. Ja, was bist du denn für ein Weichei? Du traust dich das nicht. Wenn ein kleiner Junge vor etwas Angst hat und traut es sich nicht, ja, wird er nicht oder ganz oft nicht liebevoll ermutigt, das zu versuchen, sondern im Gegenteil. Viele Bezugspersonen, Eltern, Lehrer, Kindergärtner, wer immer auch als Bezugsperson gilt, ja, versucht dem kleinen Jungen zu, ich möchte fast sagen, überzeugen, das, wovor er Angst hat, zu tun, weil wenn er es nicht tut, gilt er nicht als tapfer, nicht als mutig. Und dann ist er kein Junge, dann wird er kein richtiger Mann. Was bedeutet Mann sein heute in der Gesellschaft? Ich habe es gerade schon gesagt, in den letzten 10, 15 Jahren, ja, revidiert sich das so ein bisschen. Das heißt, Frauen, und ich gehöre da auch dazu, mag es, wenn ein Mann bereit ist, Gefühle zu zeigen, ja, wenn ein Mann weinen kann, wenn ihm danach ist. Weil wir dürfen nicht vergessen, meine Lieben, wir alle haben einen weiblichen und einen männlichen Part in uns. Früher war es so, dass wir immer versucht haben, und die Gesellschaft hat uns da in die Richtung geführt, den andersgeschlechtlichen Teil in uns, also früher bei der Frau den männlichen Teil, beim Mann den weiblichen Teil, wegzudrücken. Der war nicht erwünscht. Ja? Früher, ich rede jetzt mal noch vor der ganzen Emanzipation, war die Frau nur in der rein weiblichen Energie der Empfänglichkeit. Ja, sie hatte zu Hause zu sein, Kinder zu gebären, dem Mann ein schönes Heim zu bereiten. Ja. Der männliche Teil des Aktivseins, des Vorangehens, den eigenen Weg machen, beruflich erfolgreich sein, das war nicht so gefragt. Das kam erst dann mit der Emanzipationsbewegung. Genauso war es aber umgekehrt und da sind die Männer jetzt überhaupt erst in diesen Prozess eingestiegen. Ein Mann, ja, der seine weibliche Seite gezeigt hat, galt als schwach, als Weichei, ja. Und jetzt kommen wir allmählich in eine Phase und die momentan stattfindende Transformation im Kollektiv, die Herzöffnung, ja, die vor allem die Männer umfängt, die sehr, sehr gut sind darin, ihre Gefühle zu unterdrücken, die macht es möglich, dass die Männer verstehen, dass auch sie einen weiblichen Teil in sich tragen, der gelebt werden möchte. Und so dürfen wir verstehen, dass sich in uns, sowohl in den Frauen als auch in den Männern, ein Gleichgewicht bilden kann, was dann natürlich, wenn zwei transformierte Menschen zusammenfinden und jeder von beiden hat seinen Gegenpart sozusagen integriert, das heißt, die Frau hat ihren Mann integriert, ja, die männliche Kraft, um die ging es letztlich im letzten Video, auch mal Nein zu sagen, für sich einzustehen, ja, sich groß zu machen und zu sagen, schaut her, das bin ich.
Und der Mann hat die Aufgabe zu verstehen, dass diese Erziehungsmethode oder diesen Glaubenssatz, den man ihm letztlich eingeimpft hast, wenn du Gefühle zeigst, bist du schwach, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Und dann beginnt der Mann, seine innere Frau zu integrieren und zu sagen, ja, ich darf auch weich sein, ich darf Gefühle zeigen. Ich gelte dann nicht als schwach, ich gelte sogar als stark. Genauso wie die Frau erkennen darf, dass sie ihren männlichen Part leben darf, darf der Mann erkennen, ich darf meine weibliche Seite leben. Und in Beziehungen, in denen sich dann zwei Menschen begegnen, ja, die beides integriert haben, ihren männlichen und ihren weiblichen Anteilen, gibt es viel weniger Reibungspunkte, denn das Verständnis für gewisse Gefühle, Handlungsweisen, Ängste des anderen ist viel größer, ja. Und viele Frauen treffen auf Männer, ja, vor allem in den Seelenpartnerschaften natürlich, da trifft man auf einen Mann, der genau aus diesem Glaubensmuster kommt. Viele Gefühlsklärer in Anführungszeichen, ja, in den Seelenpartnerschaften, der Part, der sich schwer tut, seine Gefühle nach außen zu tragen, kommen genau aus solch einer frühkindlichen Prägung, ja. Da war es nicht gestattet, entweder wirklich Gefühl zu zeigen oder aber man wurde auch schon mal sehr deutlich in die Schranken und zurückgewiesen. Denn wenn ein kleiner Junge, ja, sehr zärtlichkeitsbedürftig ist, ja, der gerne kuscheln möchte, der vielleicht diese weibliche Seite schon als kleines Kind ausleben möchte, wird er auch oftmals, und vor allem noch vor 20, 30 Jahren war das der Fall, von den Eltern in die Schranken gewiesen. Wenn du heute ungefähr meinem Alter bist, dann glaube ich, hast auch du die Erfahrung gemacht, ganz gleich ob Mann oder Frau, dass es unseren Eltern sehr schwer gefallen ist, Zärtlichkeit zu zeigen, liebevoll zu sein, ja, uns zu streicheln, in den Arm zu nehmen, zu knuddeln, ja. Das ist ihnen aber nur deshalb schwer gefallen, oder dürfen wir auch wieder Verständnis zeigen, weil sie es in ihrer eigenen Kindheit eben auch nicht erlebt haben, ja. Und was du nicht selber erlebst, das ist sehr, sehr schwer, dass du das dann auch weitergeben kannst. Und deswegen ist es so wichtig, ja, sich hier wirklich in die Innenschau zu begeben und zu sagen, was habe ich denn hier mitbekommen, ja, was ist denn mir gegeben worden, was ich dann weitergeben kann. Denn wenn ich selbst wenig bekommen habe, dann kann ich auch eigentlich nur ganz wenig weitergeben. Und deswegen ist es mir so wichtig, diese Zusammenhänge einfach aufzuzeigen in den Videos, denn wir sollten alle Männer, ob das dein Papa ist, dein Sohn ist, dein Bruder, dein bester Freund oder dein Partner, dazu ermutigen, zu ihren Gefühlen zu stehen, die nach außen zu bringen. Ja? Und ich glaube, dass hier in den kommenden Jahren im Kollektiv viel passieren wird. Denn die geistige Welt sorgt dafür, ja, dass die Herzen sich zunehmend für die Liebe öffnen. Die gesellschaftlichen Umstände werden immer schwieriger. Ja, viele Menschen suchen jetzt den Halt in sich. Auch vor allem Männer, die bislang sehr auf den Status, auf die Finanzen, auf das Materielle konzentriert waren, beginnen nach innen zu schauen und sich zu fragen, was gibt mir eigentlich Halt? Und da kommen wir wieder zu dem Thema, darum ging es jetzt in vielen meiner Videos in den letzten Wochen, dass eine Herzöffnung, und das ist ganz gleich, ob bei Frau oder Mann, zunächst auch erstmal immer schmerzlich ist. Denn wenn das Herz aufgeht, kommt sehr viel unterdrückter Schmerz nach oben. Und gerade die Männer, die vielleicht jetzt schon 50, 60 Jahre, ja, in diesem Glaubenssatz leben, wenn ich Gefühle zeige, gelte ich als schwach. Ich darf mich nicht verletzlich zeigen, ja? Sonst könnte ich ja absichtlich Schmerz zugefügt bekommen. Das ist ganz oft das Gedankengut vieler Männer, ja?
Und wenn wir verstehen, um was es hier geht, fällt es uns auch viel leichter, Reaktionen unseres Gegenübers einzuordnen und zu sagen, ja, letztendlich muss ich mir bewusst machen, woher es kommt. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich habe euch hier so einen kleinen Überblick geben können über das, was ich jetzt aus unserer Arbeit an Erfahrungswissen gesammelt habe. Und ich bin sehr, sehr froh und glücklich darüber, dass es immer mehr Männer gibt. Und Micha telefoniert sehr viel mit Männern, ja, die jetzt gerade diesen Sprung schaffen, zu sagen, nein, ich bin ein Mann, ja, wenn ich auch meine weiche Seite lebe, wenn ich mich verletzlich zeige, wenn ich das Risiko eingehe, mein Herz zu öffnen, auch wenn es dann schmerzlich werden kann. Aber ich weiß mittlerweile, dass das Leben ohne diese Herzöffnung vielleicht zu sehr fixiert auf äußere Umstände, auf Finanzen, auf Materielles, nicht die Erfüllung ist, die ich mir wünsche. Und das finde ich eine ganz wundervolle Entwicklung. Ja, meine Lieben, so, jetzt schwitze ich wirklich richtig dolle. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen was gebracht. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, teilt diese Videos, besucht unsere Facebook-Seite, speziell hier für die Be You-Reihe. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit euch. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.